Okay, Fuchsel. Ah. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Sorry, ich schneide gerade Video. Ich habe mich gerade voll erschrocken. Ich habe Pause gemacht. Ich höre deine Stimme. Ich dachte, was ist jetzt kaputt? Ja. Okay, dann schneid mal schön dein Video weiter. Nein, sag. Weißt du, der Höllenfürst hat einen riesigen Hunger. Okay. Die Seelen der Mitstreiter nähren ihn. Okay. Und ich muss sagen, da gibt es leider nur eine Lösung. Wir müssen es tun. Passt. Ich muss deine Seele konsumieren! Bitte! Jo, du klaust jetzt hier nicht, ne? Nein. Hallo Fuchsel. Leute, ich kenn die Falle. Ich kenn die Falle. Okay, heute verschone ich dich. Warum hast du die Druckplatte abgebaut? Ja, weil ich nachdenken kann. Warum? Komm du doch. Trau dich, komm. Komm! Nein! 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 Ich bin der Höllenfürst! Sie denkt auch Skywars. Ich bin der gottverdammte Höllenfürst! Ich schrecke nicht zurück! Spüre die Höllenklinge und spüre den Höllenbogen! Ich hab dir nichts getan! Einen. Und du! Fuchse! Du hast Glück gehabt. Das war nur ein Test. Hiermit hast du bestanden. Bei dem Test des Höllenfürsten. Das war auch nur ein Test. Du hast somit bestanden beim ultimativen Test. Doch nun, spüre die Rache. Tja, nicht! Nicht! Tja, nicht! 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 Tja! Ich bin der Höllenfürst. Hä? Huh? Günni! Nein! So. Was hören denn meine höllischen Spitzohren da hinten? Willst du einen Kampf herausfordern? Ja, jetzt die Dinger, ja. Weißt du, Fuchs ist zu mir gekommen, sagt so, ey, yo. Mit dem Höllenfürsten. Ja, wer hat jetzt die Dinger, ja? Ich geh zu ihm! Ich werde ihn erlegen. Er hat 10.000 Level. Ja! Er hat 10.000 Level! Ja. Sorry, ich war außen unmuted. Hallo. So, was gibt's diesmal? Wie nennst du dich? Ich bin Noreak. Kenn ich nicht. Denn ich bin der gottverdammte Höllenfürst. Ich fordere dich heraus! Das hier ist kein Fortnite. Was denn los, kleiner Wicht? Hoch? Ist da jemand etwa am Verlieren? Überleg dir das! Überleg dir das genau! Du wirst dafür recht wirken! Ach! Du hast einfach diese Dr. Dome-Schmerz-Vibe. Du weißt, ich bin Perry, ich gewinne immer. Mal sehen, was Perry ohne seinen Schnabel anrichten kann. Weißt, ich bin der edle Adler des der Skytech-Fraktion, weißt du? Ich sehe ja nicht mal deine Verzierung auf deiner Rüstung, Narr. Er kämpft hier, weil er weiß, dass er wegfliegen kann. Ich fass es nicht. Das wird ein Marschspiel haben. Und nun zieh deine Elytra vor dem Kampf aus und stelle dich. Oh, Rockets. Er hat sie. Oi, oi, oi. Yeah! So, ich
Der Höllenfürst hat seine Flügel ausgebreitet! Also du wolltest ja ohne Flügel kämpfen und ich wollte ja fair sein und das. Also das ist ja, du bist ja, das zeigt ja nur wieder, wie schwach du bist eigentlich, oder nicht? Der Höllenfürst ist nun in seiner finalen Form. Ah, fühlt sich das gut an. Ich habe gerade Noriax Elytra samt Fireworks geklaut. Oh, okay. Ja, das ist jetzt meine. Sieht schick aus, okay, oder? Okay. Find... Ja. Dann, okay, dann lassen, sagen wir so, du darfst die behalten und ich bekomme dafür Holz. Okay, das ist fair. Eben. Gib die Elytra zurück. So, tja, ich werde jetzt sagen, wie gesagt, das Elytra-Item ist sehr, sehr wertvoll. Und ich darf mit gleichermaßen zurückhandeln. Ich habe etwas TNT dabei und bin bereit, es einzusetzen gegen deine Basis. Voila, könnt ihr ein bisschen weiter weggehen? Ja. Ich werde nicht hier fighten in deinem Territorium. Wir können das hier fighten. Das hier ist mein Reich. Ich besitze die Überhand. Soll ich sie reinwerfen, Chat? Soll ich sie in die Lava werfen? Ja, weiter? Musst du nochmal Text üben oder wie sieht's aus? Nein. Okay, du möchtest also jetzt ein faires 1 gegen 1 ohne Elytra? Ich möchte nochmal ganz kurz betonen, die Lava ist mein Gebiet. Ja, dein Gebiet. Jetzt komm mal hoch hier. Komm. Ich bade hier jeden Morgen ein Duell um Leben und Tod. Der Gewinner darf die Elytra behalten. Gewinnst du, ist es deine Elytra. Gewinne ich, sind es die Schwingen des Höllenfürsts. Lass uns diesen Kampf doch austragen hier. Bitte gib mir die Elytra. Bitte, Jan, bitte. Oh. Ich hab ihn an den bitte Eiern. Nun... Überzeuge mich. Ey, sag Bescheid, wenn schon rüber ist. Ich bin ein bisschen auf TikTok. Ja. Jetzt kann losgehen. Womit? Deinem Schicksal, deinem Ende. Du willst mich also herausfordern? Ja? Ja, der Höllenfürst wird fallen. Er hat sich vorbereitet, scheiße. Nein! Weißt du, was du wusstest, was ich vergessen hab? Dass Essen so viel bringt. Man meint, das spielt. Leute, wir haben leider verloren. Heute gewinnst du, Himmelsknecht.